Das sieht interessant aus. Ich weiß noch nicht, woher das kommt. Okay. Der Bedarf an Wohnungen steigt mal wieder. Wie gut, dass wir noch so ein bisschen Fläche haben. Aber auch nur noch ein bisschen. Ne? Ich baue dann fleißig schon mal weiter das Wohngebiet. Dazwischen vielleicht einen kleinen Weg machen können. Zwar nicht unbedingt so, aber so eine Art. So. Vielleicht können wir schon mal ein paar Parks einbauen. Dann sind wir jetzt schon mal ein bisschen glücklich, hoffentlich. Ich genügend Arbeiter. Was die Schulen betrifft. Geld zur Verfügung. Da wollen sie sich natürlich sofort niederlassen, das war natürlich klar. Vielleicht erweitern wir auch ein bisschen. Machen wir hier, ich weiß nicht. Hier und hier nochmal kleine Gewerbegebiete rein. Okay, dann halt doch eine Polizeistation. Kriegt Geld. Und schon wieder haben wir Stromprobleme, das ist der Wahnsinn. Ist schon eine coole Sache, finde ich. Wir sollten das Gebiet vielleicht auch mal wieder erweitern. Und gleich investieren mal wieder. Geld bekommen wir auf alle Fälle rein. Das ist schon mal gut.
So, wir gehen wir gleich weiter vor. Auf alle Fälle machen wir jetzt hier gleich so eine Kurve, dass es dann hier direkt rüber geht. Ich kann ja schon mal speichern lassen. Vielleicht hier mit einer mittleren Straße rüber, dass wir dann so ungefähr das Gebiet haben, wo es rüber geht. Warten wir erstmal, bis wir genügend Geld dafür haben. Schon bei 2000 Leuten, das ist ein stetiger Anstieg, ist schon mal gut. So haben wir das auch schon mal. Dann können wir vielleicht auch hier so ein bisschen. Insofern erweitern. Könnte eventuell für Probleme sorgen. Wenn ich mir das so angucke. Was ist der Wahnsinn? Wie ist es? Oh Gott. Okay, wir erweitern erstmal unsere Stromproduktion. Zwei weitere Einheiten, das ist ja der Wahnsinn, wie viel wir hier wieder verbraten. Zwei was? Zwei Touristen, okay. Cool. Oh, weia. Wir haben Abwasserprobleme. Und wir sind eine boomende Kleinstadt. Neue Gebiete können wir freischalten, Transport, Bus, Straßenbahn, Taxi. Spezialisierung auf Erzindustrie und noch viele weitere Sachen. Hauptsächlich Mods und Straßenbahngleise und so weiter. Und neue Gebäude und Boss und. Ein kurzer Antennenmast. Okay. Und wie ich sehe, es gibt Verschmutzung, die ist aber nicht ganz so stark. Zum Vergleich ist natürlich noch ein bisschen stärker, aber... Bonden Buildings, warum ist denn jetzt... Arbeitsmangel. Das ist natürlich problematisch.
da es irgendwie komplett nimmersatt ist. Dort welche sich niederlassen lassen. Denn der Bedarf ist immer noch da. Es ist ja schon fast erschreckend, wie groß der Bedarf ist. Und hier nochmal welche von denen. Und einiges hier unten irgendwo, ne? Ne. Und ist ja schon mal fleißig hoch. Ach Gott, ist der Wahnsinn. Um ein bisschen mehr zu haben. Ja, vielleicht wäre es gar nicht mal so dämlich gewesen, in das Gebiet rein zu. Okay, man sieht, das Wasser geht zurück. Es ist Ebbe. Ah, das wird doch interessant. Die Kurve ist nicht so schön. Das können wir bestimmt wieder ändern. Ich glaube, dafür habe ich den falschen Mod drin. Schon etwas besser. Wunderbar. Und was wir daraus noch zaubern. Hier auf alle Fälle ein bisschen Farming reinpacken. Das war so der Gedanke.
wir schon mal einen District machen. Sich dann nur auf Farming spezialisiert. Espenplatz. Die Frage ist, was nehmen wir? Produziert 15% der verkauften Güter lokal, Frachtverkehr ist um 50% verringert, Ölchenschrauben sind um 10% verringert, im Befluss um 20%. Haben wir das schon mal? Und wir sollten Gebiete wieder stecken. Oh, feier. Der Bedarf an Wohnungen ist teilweise echt schon ein bisschen erschreckend, muss ich schon zugeben. Dabei. So. Wir werden vielleicht sowieso das Problem bekommen, dass wir nicht genügend Platz haben für. Dass wir nicht genügend Strom haben. Aber das ist auch erstmal egal. Sag ich jetzt einfach mal. Obwohl, vielleicht nicht ganz, das können wir dann jetzt mal hier so im inneren Kreis machen. Da war ja was mit Strom, fällt mir gerade auf. Da wollen wir ja auch irgendwie bekommen. Gucken, ob das alles lokal auch dann wieder zu uns zurückgeführt wird. Nicht verändern, sieht gerade etwas ungünstig aus. Heißt dann wahrscheinlich irgendwo ein klitzekleines Problemchen.